Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe ein niegelnagelneues Handy bekommen und deswegen mache ich heute ein Unboxing. Habe ich technisch gesehen noch nie gemacht, wobei das stimmt in dem Fall nicht. Für ein Handy ja, aber ich habe schon mal einen Laptop geunboxed und zwar den Lenovo 70-70Y. Den seht ihr hier übrigens. Genau. Und was ich hier heute unboxe, ist das Sony Xperia XZ Premium, stimmt das jetzt, was ich hier sage? Wo steht das? Deep Sea Black. Da, Premium, hier XZ Premium, da steht's relativ groß drauf. Das ist heute gekommen. Ich filme aktuell mit meinem alten Telefon. Ich glaube, das mache ich tatsächlich zum ersten Mal. Ich werde nachher auch auf diesem Telefon hier schneiden, weil ich keinen Bock habe, das jetzt alles darüber zu transferieren auf den Laptop und dann in Premiere einzuspeisen und so weiter und so fort. Also falls ihr ungewohnte, schlechte Qualität erfahren solltet, tut es mir an dieser Stelle sehr leid. Wir werden jetzt dieses Ding hier unboxen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also weiße Verpackung des Xperia, das schimmert so ein wenig. Wir haben dahinter ein grau hinterlegtes X. Sony, das Label als solches. Dann steht hier Best New Smartphone at MWC 2017. Wer weiß denn, wofür dieses MWC steht? Dann steht hier noch Chroma Awards 2000 Digital Mobile Awards. Was auch immer, irgendein Winner. Ich bin ja gar kein Apple- und iPhone-Fan, deswegen fiel das schon mal raus und ich wollte eigentlich das Samsung 8 haben oder eben das Note 8, weil ich filme aktuell mit dem Note 4. Ich war von der Note-Reihe bisher sehr begeistert, hatte das 7er zum Glück nicht, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr leben. Und in dem Fall, ja, und dann war noch das Huawei P10 Plus im Gespräch. Zu dem Zeitpunkt war das aber nicht zu bekommen und dann hat man das hier bestellt und es hat auch ewig gedauert, aber jetzt ist es da. Hier hinten steht natürlich noch drauf: Wi-Fi, Bluetooth, MicroSD, Android und so weiter und so fort. Wir haben die 64 GB Version, USB Typ C und einen Akku mit 3230 mAh, 5,5 Zoll 4K HDR Display, 13 interne Kamera, 19 Kamera mit Motion Eye. Ansonsten steht auf der Verpackung nicht viel drauf. Wir haben Deep Sea Black. Das ist die schwarze Version, das ist verspiegelt und wird deshalb sehr viele Tapser mit sich haben. Jetzt packen wir das ganze Ding mal aus und schauen. Mein Handy irgendwie aufgestellt. Ich hoffe, ihr hört mich und ihr könnt es sehen. Wir werden das ganze Ding jetzt aufmachen. Ich habe selber noch gar nicht reingeguckt. So, einmal hier auf der Seite. Dann auf dieser Seite. Das wäre es gewesen. Damit wäre das ganze Ding praktisch wertlos. Und jetzt relativ schwer auf. So, man sieht gleich hier oben das Telefon. Und ja, relativ groß. Wer genaueres wissen will zum Xperia XZ Premium mit den groben Rändern, was nicht mehr zeitgemäß ist, schaut sich bitte ein anderes Video an. Wir machen einfach nur ein reines Unboxing. Dann nehmen wir das Telefon hier mal raus. Und dann, ja, dürfte hier wahrscheinlich nur noch Papierkram sein. Da kommt mir einiges entgegen. Also, wir bekommen hier so ein Paket für sich. Da ist drin, ah Moment, ich dachte erst, das sei komplett unwichtig, aber da ist, ich glaube, das Ladegerät drin. Und zwar Typ C, ne? Dann irgendwelche Karten, Kurzanleitung und so weiter und so fort. Das brauchen wir jetzt an dieser Stelle nicht weiter zu unboxen. Genau, dann haben wir hier, einmal, ups. So, dann haben wir hier einmal Typ C laden. Ich glaube aber nicht schnell laden, ne? Das muss man mal dazu sagen. Schauen wir uns gleich mal an, ob das funktioniert oder nicht. Und zu guter Letzt haben wir tatsächlich noch Kopfhörer dabei.
und Kopfhörer, irgendwas, ich weiß es nicht. Brauche ich jetzt aktuell auch nicht. Tue ich jetzt auch alles wieder zurück. Das war im Endeffekt schon das Unboxing, ging recht flott. Ich mache das auch nicht so genau als wie andere. Ich bin kein Tech-YouTuber. Ich wollte nur, weil ich dieses Telefon bekommen habe, da schnell ein Video rausholen. So, das war das Unboxing zum Xperia XZ Premium. Das Telefon ist. Das war es auch schon mit dem Unboxing. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich weiß, es ist jetzt nicht ganz so interessant wie andere Videos von mir oder aber interessanter als andere Videos, die ich bisher gedreht habe. Ich habe ja versprochen, ab 1000 Abonnenten mache ich ein bisschen mehr auf YouTube. Jetzt habe ich die Chance ergriffen und habe dieses hier mal geunboxt. Ich freue mich drüber. Ich habe jetzt auch endlich mal Zeit, mir das anzugucken, weil ich habe mir vorgenommen, bevor ich es nicht geunboxt habe, mache ich es auch nicht auf. Und jetzt ist das Ding draußen. Ich habe es gerade schon eingesteckt zum Laden. Und falls ihr noch mehr zu dem Telefon wissen wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Dürft gerne ein Abo dalassen. Falls ihr Sample-Aufnahmen sehen wollt von dem Xperia XZ Premium, falls ihr sagt, hey, wie ist denn da die Videoqualität, macht doch mal was. Sagt Bescheid, dann manchmal stellt sie auf den Kanal, dann könnt ihr es euch angucken. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, euer Benno und Spier.